Jesus von Nazareth. Die ergreifendste Geschichte der Welt. Die größte Heldengeschichte aller Zeiten begann in Nazareth. Jesus spürte, dass es an der Zeit war. Die größte und wichtigste Mission seit Bestehen der Menschheit lag in seinen Händen. Die Jahre, die er als Zimmermann im Verborgenen verbracht hat, sind gezählt. Alle seine Aufträge erledigt. Nun ist es soweit, den eigentlichen Auftrag, weshalb er in die Welt gekommen ist, zu erfüllen. Der erste Weg wird ihn zu Johannes, genannt der Täufer, führen. Es ist eine weite und beschwerliche Reise, die ihm bevorsteht. Johannes erkannte sofort, wer Jesus war und welche Bestimmung er hatte. Er hat die Menschen auf sein Kommen vorbereitet und ist beruhigt, Jesus nun zu sehen. Um mit seiner Aufgabe beginnen zu können, wird Jesus von Johannes im Jordan getauft. Nun ist er bereit, die erste große Prüfung zu bestehen. Fastend und betend zieht er sich in der Wüste zurück. Das Böse erkennt die Macht Jesu und will ihn mit allen Mitteln auf die dunkle Seite ziehen. Jesus bleibt stark. Er ist seinem Vater treu und hält den Versuchungen stand. Zu viel steht auf dem Spiel. In Kana ist Frühling. Michael und Samuel feiern Hochzeit und Jesus macht einen Stopp, um den beiden zu gratulieren und um mit ihnen das schöne Ereignis zu feiern. Die Freude über den Ehrengast ist groß. Ebenso froh ist seine Mutter Maria, die ihren Sohn nach langer Zeit wohlbehalten wiedersieht. Es scheint ein perfektes Fest zu sein, doch es bahnt sich ein Problem an. Der Wein droht auszugehen, was für eine Hochzeit und die Gastgeber eine große Schande bedeuten würde. Maria bemerkt rechtzeitig die Sorge der Frauen, bald nicht mehr nachschenken zu können, und bittet ihren Sohn, doch etwas zu unternehmen. Es ist noch nicht an der Zeit, Wunder zu wirken, doch Jesus kann seiner Mutter die Bitte nicht abschlagen. Er liebt sie und die Menschen zu sehr. Und so gibt er den Dienern den Befehl, die Weinkrüge mit Wasser zu füllen, um es in Wein zu verwandeln, damit das Fest weitergehen kann und die Brautleute nicht blamiert werden. Jesus und seine Gefährten sind mit dem Boot unterwegs. Er ist sehr müde und legt sich nieder, um etwas zu schlafen, als ein großer Sturm aufzieht. Seine Freunde werden nervös und bekommen Angst. Die Wellen werden größer und bedrohlicher. Jesus schläft. Als seine Freunde mit dem Tod rechneten, dachten sie, es ist an der Zeit, Jesus zu wecken. Er stand auf, befahl dem See, ruhig zu werden, und siehe da, der Sturm war augenblicklich verschwunden. Jesus war enttäuscht, dass seine Freunde nicht darauf vertraut haben, dass ihnen nichts geschehen kann, wenn er bei ihnen ist. Das Boot legte gerade an, da lief Jairus aufgeregt auf ihn zu. Als er ihm erzählte, dass seine Tochter im Sterben liegt, kam bereits Jairus Diener dazu und überbrachte die traurige Nachricht, dass es bereits zu spät war. Anila ist gestorben. Jesus befahl Jairus zu glauben, dass er helfen kann. Sie gingen zu dem kleinen Mädchen, Jesus nahm ihre Hand und befahl ihr aufzustehen. Und sie tat es. Jesus von Nazareth, sein Leben und seine Botschaft, in den Canisi-Comic-Büchern erschienen, von Pater Sev erzählt und von Loy Petitlot gezeichnet. Canisi Edition.